Also Loop 4 Cap Layout. Ne? Man hat hier ein Cap, hier ein Cap und hier ein Cap. So, also hier, hier, hier und hier. Das heißt, ich habe ein Base Cap, was ich sehr, sehr einfach mir holen kann. Hab zwei Caps, die am Anfang contestet werden. In dem Fall also schon mal eine Abwandlung zu normalen Gefechten, wo ich hier meinen Cap habe. Das Home Cap kann ich natürlich immer sehr, sehr einfach verteidigen. So, würden wir mal ausgehen, dass wir sagen, okay, wir haben 9 Schiffe. Ich würde davon ausgehen, dass man mal 2, 3 DDs mitnimmt. Mehr auch nicht. 2 BBs und Cruiser. Natürlich ist es hier immer die Frage, schicke ich hier einen Kite Cruiser zum Beispiel hin, um das Cap zu verteidigen. Ich brauche hier nicht so viel. Ich muss schauen, dass die Flanke zusammenhält. Das ist natürlich wichtig, dass ich hier nicht overpushed werde von der Seite. Muss ich immer was bringen. Ich muss meine Flanken schützen. Das ist gerade in Competitive sehr, sehr wichtig, dass ich die Flanken hier auf jeden Fall zukriege. Also hier und hier. Sobald ich ein Übergewicht bekomme auf einer Seite der Map, habe ich das Problem, dass ich Cross-Shots bekommen kann. Ja, und das ist das, was ich gerade, wenn ich mit einer DM spiele mit einer Stalingrad oder mit einer Moskau, was ich halt einfach nicht haben möchte. Und deswegen muss ich gucken, ich muss meine Seiten dicht halten. Ich könnte mir hier vorstellen, vielleicht eine Napoli hinzuschicken. Natürlich kann man auch Druck machen, aber ich würde sagen, das ist so die Seite, wo wenige Teams sagen, okay, ich habe die Seite, hier ist viel Inselcover, hier kann der Gegner sich gut verschanzen, da möchte ich nicht unbedingt rein. Auch spielt man normalerweise nicht komplett volle Breite auf einer Karte, so allgemein gesagt, sondern man versucht immer, sich auf 2 Caps so ein bisschen zu fokussieren. Das heißt, man hat eine Seite, die kitet. Mache ich am besten nochmal so. Also man hat quasi eine Seite, die hier blockt. Ich habe eine Seite, die pusht. Ja. Und das Ziel sollte sein, zu versuchen, hier hinzukommen. Also ist übertrieben gesagt, ne? Sehr, sehr übertrieben jetzt. Aber ich möchte den Gegner quasi hier schotten können. Das ist der Versuch in dem Spiel, ja, die Crossfire aufzubauen. Das ist normalerweise auch im Zufallsgefecht die Taktik. Ich versuche, hinter den Gegner oder in die Flanke vom Gegner zu kommen, um da meine Kills zu machen. Das heißt, ich versuche, den Push auf einer Seite aufzuhalten und mit der anderen Seite Druck aufzubauen. Und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, und das geht ganz gut. Deswegen ist es wichtig, gehen wir nochmal zurück, wo meine BBs stehen. Normalerweise würde ich als Caller oder als Teilnehmer versuchen, dass meine BBs immer vom Positioning ungefähr 2 Seiten abdecken können. Na, du möchtest immer gerade hier die Crossshots haben. Hier, du möchtest hier hinschießen können. Das ist quasi eine überlappende Fähigkeit zu haben. Ja. Das ist so ein bisschen das Ziel, dass du Möglichkeit hast, auf alle Seiten zu reagieren. Wenn hier der Push kommt, wenn hier der Push kommt, wenn hier der Push kommt, dass du immer ein BB hast, das einen Winkel hat, um Crossshots aufzubauen. Na, das ist so ein bisschen das Ziel, allgemein vom Denken her. Man hat ein paar Spots auf dieser Map, die besonders gut sind, gerade für Cruiser. Das ist zum einen hier. Hier ist auch eine gute Position. Dann würde ich erwarten, dass hier was steht. Auch hier. Na, das sind so Positionen, die ganz klassisch besetzt werden von Cruisern. Hier Key Areas, die mache ich mal grün, sind, wenn du hier an dieser Insel bist, ist schon sehr viel passiert. Ja, dann hast du auf jeden Fall einen Vorteil hier rausgeholt. Genauso würde ich mal sagen, diese Insel. Ja, wenn du da was geparkt hast, hast du Radar-Cover. Gerade wenn du diese Insel hast, dann hast du hier auch Cap-Control. Ja, also wenn du hier was stehen hast, dann natürlich ist es wichtig, dass du hier auch zumachst. Ja, du darfst dem Gegner nicht die Möglichkeit geben, hier durchzufahren. Du musst gucken, dass du so Key Areas immer im Blick hast und da die Pushes verhinderst. Ja, deswegen ist es immer schwierig, wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe hier und hier an der Insel, dann ist es sehr leicht für den Gegner hier durchzufahren, weil ich habe keine Schüsse. Ja, man kann sich natürlich nicht immer auf die Torps verlassen. Das muss man auch sagen. Ist klar, wenn die
wenn die treffen, aber Torps ist kein kontinuierlicher Schaden. Das ist ein. Damit kann ich Gegner outzonen, kann sie dazu zwingen, dass sie aus einer Area rausfahren oder Breitseite zeigen müssen, kann auch eine Möglichkeit sein. Deswegen sind ja Carrier so stark, kleiner Exkurs, weil Carrier ja durch ihre Torp-Manöver den Gegner dazu zwingen, dass er ausweicht und das kann man dann punishen als BB-Spieler und so weiter. Gut, dann vielleicht noch ein paar Ideen zum, was kann ich hier spielen? Also natürlich kann ich einen Smoke Train spielen, den werden wir auch häufig sehen, das ist ein gängiges Mittel im Competitive. Zum Beispiel kann ich hier einen Smoke Train spielen an den Positionen. Smoke Train zum Beispiel mit einer Gearing, mit einer Leji Haru, mit einer Liang, weil da der Smoke ziemlich gut ist, entweder weil er lang hält oder weil er schnell wieder verfügbar ist. Das sind so die zwei Kernbotschaften und da setze ich dann entweder eine Brisbane zum Beispiel rein oder eine DM. Im Großen und Ganzen wird es wie immer so sein, wer hat den besten Fokus. Das ist auch nochmal der Skill Gap, was entscheidend ist. Wer kriegt den DD gecatcht? Zum Beispiel bei einem Smoke Train sehr, sehr wichtig. Und wer kann den als erstes ausschalten? Gehen wir zur zweiten Map. Islands of Ice. Kennt ihr natürlich aus dem CW. Hier ist es natürlich so, dass ich hier in der Mitte einen gute Cover habe allgemein. Ne? Für Kreuzer. Ich komm hier gut ran. Ja, also hier ist quasi so ein natürlicher Wall, wo ich mich von Insel zu Insel hangeln könnte. Deswegen bin ich der Meinung, ist dieses Cap sehr, sehr interessant, weil ich kann es, wenn ich hier an der Insel bin oder hier an der Insel bin, sehr, sehr gut halten. Ja, weil hier Crossshots dann von der Seite ist halt relativ schwierig, weil sehr viele Inseln sind. Ich habe, wenn ich hier ein Radarschiff habe, das Cap 100% unter Kontrolle. Das ist fast uncappbar, na, wenn hier ein Radar steht und wenn ich das auch noch schaffe, vielleicht hier einen DD, einen Cruiser hinzustellen, was sehr offensiv ist, muss man auch sagen, weil hier sehr viel offene Fläche ist. Ja, man möchte immer gerade bei Cruiser einen Rückzugsort bilden. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einen Cruiser habe, ja, dann sollte der schon irgendwie auch in Deckung fahren können. Ja, deswegen muss ich, wenn ich hier einen Cruiser habe, meine Seite auch schützen. Also hier zum Beispiel. Ja, das muss ich schützen. Ja, da muss ich hier gegenarbeiten, dass hier nichts durchkommt. Da schickt man vielleicht ein DD raus zum Beispiel und sagt, okay, ich tue mit Torps ein bisschen pressuren. Man kann auch sagen, okay, ich push über die Seite. Zum Beispiel mit einem BB, vielleicht mit einer Schliefen oder Secondary BB. Alles möglich. Also man hat da viele Möglichkeiten reinzugehen. Ja, und hier gehen wir mal aufs Mittelcap. Mittelcap gibt es hier ein paar Positionen, wie ich gut einen DD hinschieben kann, hier an diese Positionen. Ich würde sagen, unten ist stärker als oben. Oben ist sehr, sehr gefährlich, weil die Insel abgespitzt ist und nicht rund. Hier kann ich mich ein bisschen verstecken. Muss aber gucken, gerade hier an den Inseln, dass ich die Flanken zuhalte. Ne? Das ist das, was ich gesagt habe, wenn ich natürlich hier, wenn der Gegner hier ist, hier runter gepusht ist, schon vielleicht auf der Position ist, dann ist mein DD hier nicht mehr safe. Weil dann kommt hier vielleicht das Radar und dann kriege ich die Cross-Shots auf den DD und der andere DD kann cappen. Gerade wenn ich so Inseln habe, die hier in der Mitte sind, ja, wo ich was dahinter parken kann, dann muss ich meine Flanken schützen. Ja. Dann muss ich diese Linie, diese gedachte Linie, darf ich den Gegner nicht überschreiten lassen. Weil sobald er natürlich diese Linie überschreitet, kann er hinter den Berg schießen. Und das möchte ich verhindern, indem ich versuche, über die ganze Breite aufgestellt zu sein. Also man startet eigentlich immer mit dieser Linie. Ja, das ist so die gedachte Linie. Und diese Linie ist dynamisch. Die verschiebt sich immer. Ja. Die verschiebt sich dann vielleicht so. Ja, rotiert dann so rüber. Dann muss ich aber hier nachschieben. Das ist wichtig. Ja, ich versuche immer, die Balance zu kriegen. Das sieht man dann auch, wenn man das Match von oben sieht, bei den Top-Clans. Die versuchen hier wirklich, die Balance zu halten. Ja, um nicht überzuschwappen. Das ist halt auch was man im Zufallsgefecht sehr, sehr gut auch lernen oder üben kann. Ich muss erkennen, wo kommt der Push? Kommt der Push hier oder kommt der Push hier drüben? Ja, das muss ich erkennen. Und je nachdem muss ich merken, okay, muss ich rausfahren oder muss ich nachschieben? Deswegen ist es auch so wichtig, wenn man Nose-In steht, ist man meistens gecatcht. Das sieht man in Zufallsgefechten sehr, sehr häufig. Dass Leute mit ihren BBs
zum Beispiel einfach hier reinfahren, dann stehen die da und dann kommt hier von allen Seiten die Cross-Shots. Ja? Und was muss er dann machen? Ja, er muss turnen und hier rausfahren. Und in diesem Turn bist du weg. Um es geradeaus zu sagen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen muss man, gerade wenn man auf einem gewissen Niveau spielt, muss man eigentlich schon hier erkennen, muss ich turnen oder muss ich reinfahren? Das muss ich sehr, sehr früh erkennen. Und das ist Erfahrung, das ist Map Awareness, fieses Wort, ne? Das sagen immer alle. Deswegen schaut auf die Minimap, deswegen wird auch viel über die Minimap gespielt. Ich sehe viele Spieler, ich schaue immer ein bisschen so Streams von anderen Spielern und so, will jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten, aber die spielen die Map, Minimap ganz, ganz klein. Das Erste, was ich euch empfehlen würde, macht eure Minimap 100% groß, so groß wie es geht. Dann seht ihr, was passiert in diesem Spiel und ihr könnt besser einschätzen, kann ich reinfahren, muss ich wegfahren und wo muss ich mich hin positionieren. Genau, also wir haben über das Cap gesprochen. Man versucht vom Positioning hier, hier was hinzubekommen. Hier ein DD ist sehr, sehr stark. Man muss aber auch beachten, wenn ich hier ein DD hinstelle, fehlt mir Spotting. Ja, deswegen ist es auch die Frage, wie spiele ich? Spiele ich ein 3DD-Setup über die ganze Breite? Ich würde hier zum Beispiel Smoke Train spielen in dieser Area. Das wäre für mich die Smoke Train Area, weil ich hier viele kleine Inseln habe, wo ich den Smoke Train zwischen reinlegen kann. Ja? Zum Beispiel kann ich ihn hier reinlegen. Ja, ich könnte ihn hier reinlegen. Sind sehr, sehr offensiv gelegt, muss man auch sagen. Ja, ich könnte ihn zum Beispiel auch hier rausziehen, wo wir wieder so ein bisschen in dieses Hey, über die Flanken pushen reinkommen. Wenn ich hier den Smoke Train hier hochkriege, dann muss der Gegner, wenn er hier gecatcht ist, gerade wenn hier ein BB Nose in ist, hat das massive Probleme. Ne? Also DM mit einer Gearing zum Beispiel, du hast Torps, du hast permanent guten DPM, du bist gespottet, ist auch noch so ein Faktor. Zum Beispiel viele Kite-Kreuzer-Spieler machen. Zum Beispiel ist, man hat ja diese Linie hier, ich zeichne sie nochmal ein, und normalerweise geht ja ein DD cappen. Als Cruiser hat man ja eine Detection Range. Die machen wir mal so kreisförmig. Ja? Da ist der Cruiser in der Mitte. Hier ist der Cruiser in der Mitte. Und wenn ich jetzt Kite Cruiser bin, dann versuche ich mit meinem Consument so nah ranzufahren, dass ich zu dieser Linie komme und fange dann an, hier rauszudrehen. Wenn ich keinen Smoke Support habe, zum Beispiel. Ja, dann. Das machen auch viele falsch, das sieht man in den Randoms immer. Die Leute fahren mit ihrem Cruiser hier rein, sind bis hierher spotted. Ja, und was passiert? Die Schlacht, die DDs sind natürlich hier. Und die fangen hier an zu turnen und werden und kriegen Crossshots nicht tot. Nach 2 Minuten. Wenn ihr zum Beispiel Hindenburg spielt, dann schaut so, Hindenburg Detection Range über die Minimap. Deswegen Minimap ganz groß, damit ihr seht, wo eure Detection Range ist. Und dann fahre ich hier hin und mache hier meinen Turn und dann reverse ich rückwärts rein. Wichtig, rückwärts rein. Weil, wenn mir ein DD was spottet, kann ich ihm Feuersupport geben und bin so nah wie möglich dran. Und dann muss aber auch der Fokus kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das entscheidet dann wirklich die Top-Clans von den durchschnittlichen Clans, dass wenn hier ein DD spottet ist, dann wird geschossen und dann schießt auch das BB von hier hinten auf diesen DD. Und wenn der zugeht, wird nachgefeuert, weil der DD fährt ja runter. Und dann kommen die Shots nach und nach. Und das ist wichtig, dass ich da drauf bleibe, weil wenn im Competitive der DD tot ist, dann haben die keine Vision mehr. Dann ist vielleicht der Smokebot tot. Und dann eine DM Open Water gegen eine Montana mit Overmatch oder eine Ohio oder Schlag mich tot. DM im Kite möchte ich nicht spielen. Auf dem Niveau ist es ganz gängig, dass der DD rückwärts reinfährt. Der fährt an, dreht hier raus und reversed rückwärts rein. Mit dem Arsch. Weil wenn du Nose-In im Kotz drin stehst, dann bist du tot mit deinem DD. 100%. Du hast so viele Radarschiffe, du hast so viele Spieler, die zielen können. Du hast so viel DPM durch so viele Cruiser.
Und wenn du hier gecatcht wirst mit einem Radar und da ist eine Kleber, dann viel Spaß in deiner Gearing. Weil dann bist du tot. Deswegen einfach mal ein bisschen überdenken, wie spiele ich im Random, wie spiele ich allgemein, setze ich mein Schiff aufs Spiel oder nicht? Ja, gerade in einem Turnier ist es, zählt jedes HP. Da ist auch die Frage, wenn ich zu bin, nehme ich den Schuss oder nehme ich ihn nicht? Aber weil ich sehe viele, die sind low im Zufallsgefecht. Die sitzen hier hinten, 5K ungefähr, und schießen auf die Schlachtschiffe. Hauptsache noch Damage raus. Wieso nicht sagen, hey, ich gehe zu, nächster Heal abwarten, Heal ticken lassen, dann habe ich vielleicht wieder 20K und dann kann ich schießen, ja? Wenn ich natürlich einen Kill machen kann für mein Team und sage, okay, ich kriege ein Schlachtschiff für einen Cruiser, dann würde ich das immer nehmen. Aber muss ich immer hinterfragen, und das ist so die nächste Ebene, zu überlegen, was passiert, wenn? Ist es sinnvoll, den Kill zu nehmen? Sterbe ich dabei? Sterbe ich nicht dabei? Habe ich Feuersupport? Das sind so einfache Sachen. Und das kristallisiert sich dann im Tournament raus. Und das ist auch dann die Skill Gap zwischen den einzelnen Teams. Wer kann das besser umsetzen? Deswegen sind die auch so erfolgreich, weil die trainieren das, die spielen gegen Top-Teams und da wird jeder Fehler gepunished. Da ist es nicht so, dass da zum Beispiel, ich muss einfach ein deutsches WP als Beispiel nehmen, dass ich mit der Schliefen hier Breitseite rumfahren kann, rausdrehen kann, mir passiert nichts. Das ist in dem Tournament nicht so. Da bist du in dem Tournament tot. Und dann bist du raus. Und dann hat dein Team einen weniger. Und ein BB weniger ist verdammt, macht einen verdammten Unterschied. Weil du immer mit einem BB einen Push von einem anderen BB aufhalten musst. Weil in diesen Tournaments sind die Schiffsanzahlen geringer. Nicht jedes Schiff kann schießen. Du hast Positionen, wo du zum Beispiel hier an der Insel stehst. Und dann kannst du nicht hier rüber schießen. Das geht nicht. Du kannst nicht vorfahren. Weil dann ist vielleicht ein BB hier, das sagt, hey, der fährt mir jetzt vor, der dreht hier rüber, dann punish ich ihn dafür. Da wird 100% Fokusfeuer gesetzt. Und das ist halt auch was, was das Zufallsgefecht von einem Tournament unterscheidet. Gut, vielleicht nochmal ein bisschen zu den Schiffen. Was wird man hier spielen? Ich könnte mir hier zum Beispiel eine Schlieffen vorstellen, eine Kremlin als BB. Montana, also du wirst auch immer als Aufstellung bei zwei BBs ein BB haben, mit dem du pushen kannst. Was ein bisschen mehr tanky ist, was vielleicht Secondaries hat, im äußersten Notfall. Aber ich würde sagen, sowas wie eine Montana und eine Vermont werden wir häufig sehen, weil du die Range hast, weil du die Genauigkeit hast, weil du das One-Shot-Potenzial hast. Das hast du mit einer Schlieffen nicht. Kurfürst zum Beispiel. Sowas wird nicht gespielt, der ist zu unkonsistent, was die Guns angeht. Ja. Kremlin wird gespielt, die Guns sind auch manchmal ein bisschen, naja, aber du hast ein tanky BB. Und da geht es gar nicht darum, teilweise Schiffe rauszunehmen, sondern Feuer auf sich zu ziehen, die Gegner rauszudrücken aus einer Position, wo dann das andere BB Kapital draus ziehen kann, zum Beispiel Crossshots zu machen. Dadurch, dass die Moskwa gebannt ist, werden wir mehr Stalingrad sehen. Und Stalingrad würde ich zum Beispiel im Competitive nur auf Range spielen, um noch mehr Breitseiten zu punishen. Das kann nochmal deutlich gefährlicher sein. Ja. Weil gerade eine Stalingrad hat halt gute Power in den Guns, schnelle Shells und da kannst du auch mal eine Des Moines richtig punishen. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch auf der Minimap zu schauen, immer wieder zu gucken auf die Minimap, was kann auf mich schießen, wie muss ich mich positionieren, wie muss ich mich angeln gegen andere Schiffe. Hat der Gegner Overmatch zum Beispiel? Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja, kann ich da Nose-In gegen den fighten oder nicht? Das sind alles so Sachen, die muss man wissen oder die muss man lernen, um in diesem Spiel besser zu werden.